Foto-Erde ist nach Frankfurt gereist. Wir sind hier im neuen Kochstudio vom Held der Steine, a.k.a. Thomas Panke. Schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Ja, schön, dass ihr vorbeigekommen seid und mir geholfen habt vorhin. Ja, wir haben eine Menge Zeit bei dir verbracht. Das hat Spaß gemacht, denn wir haben heute eine besondere Problemstellung. Wir sind hier in einer Küche und deine Idee ist ein bisschen wild gewesen, weil das sieht jetzt vielleicht auch wieder, dadurch, dass du die Kamera dahingestellt hast, so aus. Wir haben unglaubliche Enge hier. Und wir haben dann einen schmalen Durchgang. Wir haben nur wenig Platz, bis dann das Kochfeld beginnt. Und dann hier hinten halt dann gut die normale Küchentiefe, die man vielleicht so hat. Aber wir wollen natürlich auch eine gewisse Breite noch in den Raum bringen. Also wir haben hier das Regal und drüben dann auch noch Kochgerätschaften. Natürlich, wenn man hier die Zeit verbringt, soll man ja ständig aus dem Bild latschen. Ja. Und dazu die Kleinigkeit, dass ich recht groß bin. Also muss das auch noch funktionieren. Und all das hat meine Kenntnisse und Vorstellungskraft schon direkt überfordert. Und da kamst du dann durch, Stefan, um Großartigkeiten zu vollbringen. Ja, das war auch ganz schön, weil der Thomas hat mir sein Studio hier schon mal im Vorfeld via WhatsApp gezeigt. Und da hat man schon eine ganz andere Vorstellung von der Räumlichkeit. Und darum war es dann ganz spannend, heute mal hier zu sein tatsächlich und sich das Ganze anzugucken. Und was wir dann gemacht haben, war erstmal verschiedene Objektive durchzuprobieren. Also die Kamera haben wir relativ schnell gefunden. Ja, das habe ich mir erklären lassen von dir, dass das ja erstmal nur eine Qualitätsgeschichte und Vollformat und diese Sachen und danach waren wir happy. Und dann genau. Die Zauberei ging ja dann weiter erst. Ja, genau. Also die Kamera, und das wisst ihr auch, wenn ihr unserem Kanal folgt, spielt immer erstmal die zweite Geige. Und da war klar, wir brauchen jetzt kein überladendes Videomonster. Es geht darum, dass du Kochstreams machst, Leute da teilhaben lässt, wie du hier zusammen mit anderen was brutzelst. Und da brauchen wir jetzt keine Hollywood-Lösung. Aber Objektiv war dann ein Plan oder ein Thema. Und wir haben halt überlegt, wie kriegen wir es hin, hier einen modernen Look reinzubringen, ein bisschen plastischer zu arbeiten, der Hintergrund. Hier steht ein außergewöhnlich hübscher Mixer, also nicht falsch verstehen, aber er muss nicht immer knackscharf im Bild sein. Und wenn ihr euch mit den Grundlagen der Fotografie oder des Videografierens schon mal beschäftigt habt, ihr wisst, man muss die Blende weit öffnen. So, das heißt, mir war relativ klar, Blende 2.0, Blende 1.8, Blende 1.4, irgendwo so in dem Dreh. Aber dann ist es natürlich auch mal brennweitenabhängig. Und gerade wegen dieser Problematik, wir haben hier quasi wie so einen Videoschlauch, wo wir durchfilmen können. Was nimmst du da? Wir haben angefangen mit einem 35 mm, das hat mir sehr gut gefallen, aber das war zu eng. Regal war nicht drauf, die Öfen hat man nicht gesehen, hier stehen zwei von den Dingern. Ihr werdet es kaum glauben, hier stehen, ihr habt großes Vor, oder? Wir haben großes Vor, aber unterschiedlich. Der eine arbeitet mit Dampf, der andere hat nur eine Mikrowelle integriert. Unterschiedliche Dinge. Und deswegen, ja, ganz technisch, aber das ist nicht so technisch wie das hier. Ich bin ausgestiegen schon ab den ersten Millimetern. Ich habe einfach nur noch zugehört und hab genickt rhythmisch. Ihr kennt das. Und das war meine Herausforderung, jemanden, der sagt, Automatik, Knopf drücken, passt schon, irgendwie nahe zu bringen. Ja, aber es wäre dann schon gut, wenn du ein bisschen Kontrolle übernimmst um das Gerät. Weil, das hatte ich im Vorfeld auch schon gesehen, das hast du auf deinem Kanal auch schon mal gesagt, du magst es einfach auf Go zu drücken und dann funktioniert das einfach. Und das Problem ist, und alle, die ihr da draußen gerne selber fotografiert, ihr kennt das Problem, Kameras können keine Gedanken lesen. Das ist leider so. Das ist belastend. Ja, aber wir haben die Idee von dem Bild, von dem Look, was soll gerade scharf sein, was vielleicht nicht, aber die Kamera sieht das vielleicht ganz anders aufgrund der Lichtsituation und so weiter. Licht von oben darf ich nicht. Licht von oben. Tragödie geht überhaupt nicht. Ich habe hier super Licht, macht das total super, wenn man hier selbst steht und arbeiten möchte. Total gut. Ich habe natürlich, weil ich es erkenne, auf dem Kanal Softboxen aufgestellt. Aber ich habe mich so gefreut. Jetzt kann ich sie nicht anmachen. Und die Lampen sind auch schön. Das Problem ist nur, ihr kennt das, wenn ihr nach oben blitzt und das Blitzlicht wird von der Decke runter reflektiert. Ihr habt immer tiefe Augenhöhlen. Ihr habt politisch unkorrekte Schatten unter den Nasen und alle sehen müde und alt aus. Und das wollen wir natürlich in so einem Kochstream auch vermeiden. Nicht nur das Essen soll hübsch aussehen, sondern auch die Köche und Köchinnen sollen. Glanzvoll soll das alles sein. So, ja. Das war der Plan. Und da sind wir dann letztendlich gelandet bei 24 mm Brennweite. Da hatte ich erst ein bisschen Bedenken, dass das zu sehr verzeichnet. Aber um mal den Hersteller hier glücklich zu machen, wir sind dann auf den Sony G-Master 24 mm Blende 1.4 gekommen, was in der Abbildungsleistung wirklich exzellent ist und womit wir es auch hinbekommen, dass wir diesen plastischen Look im Bild haben. Wenn vorne was im Bild steht, ist das nicht knackscharf. Wenn hinten was im Bild ist, muss das nicht knackscharf sein. Oder es kann. Also wenn wir hinten stehen, ist natürlich klar, seht ihr den Mixer auch, gehen wir nach vorne, wäre das Spiel schon ganz anders. Also das hat gut funktioniert. Aber weißt du, was mir dann auffällt, so rein kreativ, ne? Ja. Weiß nicht, hast du Great British Bake Off mal gesehen? No. Warum nicht? Das ist eine der, also änder das. Das ist so ein sympathisches Format, wo die Leute einfach nur gegeneinander backen.
Die backen gegeneinander. Ja, aber sehr, sehr nett und charmant. Okay. Das könntest du hier auch machen, so eine Art Backbattle, weil wenn du schon zwei dicke Öfen hast, könnte man ja einfach mal backen so, können sie beide, ja. So einen Contest machen, ne? Wer backt besser? Härte. Okay, ja, ja, das, ja, okay. Und die machen, was machen die da? Die gewinnen nachher eine Tortenplatte. Okay. Ja. Ja, da gibt's Brotwochen und Kuchenwochen und weiß der Geil, da gibt's ja vieles, was man backen kann. Also nicht nur eine Tasse. Oh ja, alles schmeckt besser aus der Heldentasse und alles schmeckt auch besser aus dem Heldentopf. Da werden wir hinterkommen. Ja, also ihr seid auch herzlich eingeladen, das dann nachher nachzukommen. Aber vielleicht nochmal zum technischen Thema zurück. Also das rate ich euch auch allen an, was wir heute hier gemacht haben. Wir haben einfach eine Menge Kram mitgebracht. Ich war selbst ein bisschen irritiert, wie viel wir so in den Kofferraum laden mussten, um wirklich gut vorbereitet zu sein. Wir hatten 10 bis 18 mm, 20 mm, 24, 28, 35, 50 mm. Ich wusste darüber hinaus, müssen wir nicht, dann wird es zu eng. Also 85 haben wir daheim gelassen. Dann haben wir ND-Filter eingepackt. Wir haben verschiedene Mikrofonlösungen dabei, Stative und so weiter. Es ist ein Riesenaufwand. Aber ich weiß, dass einige von euch da draußen auch gerne mal selber streamen möchten. Und du bist ja eine harte Schule durchgegangen. Du hast mit einem 200-Euro-Camcorder? Gestartet mit einem 200-Euro-Camcorder, ja. Darf ich fragen, was das für ein Modell war? Sony Standard, klein Ding, aber mit Weitwinkel, Full HD, 2012er Modell. Was ich 2013 günstig geschossen habe, 2014 mit dem Film anzufangen. Also wirklich mit integriertem Mikro gearbeitet. Mhm. Das hört und sieht man auch. Diese Leistung. Aber es hat funktioniert, er hat alles getan, was ich von ihm wollte, ohne Probleme. Und du hast den besten Beweis geliefert, es geht um Inhalt. Es geht gar nicht so sehr um die technische Perfektion bei der Produktion, sondern es geht erstmal darum, den Zuschauer zu unterhalten. Das, ja, idealerweise. Aber stell dir mal vor, man verknüpft es auch noch mit Technik. Ja, da kommen wir jetzt hin. Dann gibt es Explosionen der Unterhaltung. Wahnsinn. Genau. Aber das ist vielleicht für euch interessant. Die einen oder anderen werden vielleicht mit einer Webcam starten. Und das wäre völlig normal. Habe ich auch jetzt gerade beim Twitch-Kanal, habe ich noch eine Standard Logitech, die Steff mit ihrem Stellar Song-Kanal hat mit der integrierten Webcam vom Notebook gestartet. Mhm. Wenn es unterhaltsam ist, geht's, aber natürlich möchte man ja dann irgendwann mal, wenn man merkt, es läuft, mal den nächsten, ich bin ja dann auch auf den, ja. Ich vergesse mal, wie die Abkürzung ist, FDR-AX53. FDR-AX53. Richtig. Das so weiß ich nur, weil ich auch einen habe. Er ist aber auch gut. Ja. Ja, auf den bin ich ja dann vor ein paar Jahren umgestiegen und der ist schon, aber jetzt natürlich mit einem externen Mikro, aber der hätte ich hier ja versagt, bei dem, was ich hier vorhabe. Ja, vor allem wäre der Look nicht so cool gewesen, weil ihr kennt das, bei klassischen Camcordern sind die Sensoren halt nicht so groß und da ist mit einer Schärfe, mit dem Spielen der Schärfentiefe, ist es schwierig. Das ginge nur über einen gewaltigen Zoom, aber das kriegen wir hier wieder nicht hin, weil dann würden wir die Küche nicht sehen. Also ja, genau, dann verlierst du was und du hast mir auch gesagt, dass das Top-Feature von dem Ding eigentlich der extrem gute Bildstabilisator ist, mhm. Den ich deaktiviert habe, damit, wozu? Und dann guckt man mich natürlich ein bisschen an und sagt, du hast den Camcorder mit dem guten Bildstabilisator und deaktivierst ihn, weil du nur auf dem Stativ arbeitest. Du hast gemerkt, dass du das falsche Produkt nutzt. Ja. Aber ich komme halt noch aus der Zeit, wo man mir gesagt hat, mit so einer Kamera macht man nicht mehr als 15 Minuten. Und da ich ja Rontex habe, habe ich gedacht, das ist nicht. Aber die Dinge haben sich ja geändert, wie ich jetzt erfahren habe, mit Technik, die jetzt begeistert. Aber so, was haben wir am Anfang gemacht, als mir das nicht gefallen hat, dass das Regal so rausgekippt ist? Genau. Wir haben unser erster Kampf war tatsächlich um die Perspektive und die Kamerahöhe. Das ist ganz spannend. Also wir haben im Weitwinkel angefangen. Für mich ist es immer so, ich komme aus der Porträtfotografie, immer so ein bisschen über Augenhöhe filmen, ist ganz gut. Das ist bei dir echt schwierig, weil so hohe Stative kriegt man so einfach nicht am Markt. Ich sitze ja auch keine Spannung. Ich kann mich dann auch mal und dann wird es unschön. Ja. Aber das ist auch schön, wenn man zum Beispiel eine Kamera nutzt mit einem Klappdisplay. Dann kann man das einfach so schön runterschwenken und könnte dann so von dir ein Porträt machen. Ja, das geht gut. Genau. Da war ich halt ein bisschen hoch und die Regale sahen wirklich so aus, als würden die hier aus der Küche rausfallen. Das war ein bisschen schräg. Und dann haben wir den Kamerastandpunkt einfach ein bisschen weiter runtergeschoben, bis das einigermaßen gerade wurde. Für mich so irgendwie, ich war irgendwie ein bisschen, aber am Anfang, ich musste ein bisschen gegen Widerstand kämpfen. Der komische Stümper möchte eine andere Perspektive. Keiner hat mir geglaubt. Jetzt gefällt es mir besser. Er hatte auch recht, ist ja kein Problem. Ja, das war ein Riesenthema. Und ja,
Beleuchtung hatten wir gerade schon, dann von der Idee musstest du dich verabschieden. Aber das ist vielleicht für euch auch ganz spannend, weil du hast es gerade angesprochen mit der Limitierung auf, ich glaube, es waren mal 25-Minuten-Clips, oder die dürften 30 Minuten nicht überschreiten, weil sie dann Camcorder waren und Videokameras werden anders besteuert und so weiter. Ihr kennt alle wahrscheinlich das Drama. Wir gehen ja jetzt hier von der Kamera nachher in deinem Stream per HDMI an einen Blackmagic Build-Switch. Genau. An diese Mischung. Atomy Pro Ding, genau, wie das heißt. Genau. Wir hatten so viele Parallelen, die nutze ich auch. Ich liebe das Gerät. Und meins war kaputt. Wir haben es repariert. Update! Hat auch kaum Zeit gekostet. Wir haben wenig Zeit mit Ladebalken heute verbracht. Ja, und da habt ihr natürlich auch diese halbstündige Limitierung nicht mehr, weil das HDMI-Signal der Kamera einfach an den Mischer geht und der greift das ab, ohne dass die Kamera aufzeichnen muss. Und das mal so als Anregung, wenn ihr eh schon eine tolle Kamera daheim habt, ihr braucht eigentlich nur noch irgendeinen Streaming-Stick oder einen Bildmischer, was auch immer, und könnt das Ding als Webcam nutzen. Und es sieht deutlich besser aus. Ja, besser aus. Richtig gut. Ja. Gut, das war das Problem. Also Kamera war relativ schnell gelöst. Objektiv haben wir uns dran getestet. Und das vielleicht auch nochmal als Tipp. Wenn ihr sowas vorhabt, probiert verschiedene Dinge durch. Ihr habt bei diversen Fachhändlern, auch bei uns, die Möglichkeit, einfach mal Equipment auszuleihen, es mitzunehmen und auszuprobieren. Das ist gerade, wenn ihr auch so in Innenräumen arbeitet und der Platz ist begrenzt, ihr müsst es testen. Sonst habt ihr eventuell Dinge im Bild, die nicht da sein sollen, weil ich verrate jetzt was. Ne? Verrate was. Auch hier gibt es Dinge, die der Zuschauer nachher nicht sehen soll. Das ist unglaublich, aber es ist tatsächlich, ihr macht euch kein Bild. Es gibt immer so eine Art Backstage-Bereich, dem geht keiner was an. Ich glaube, Kühlschrankinhalt war auch so ein Thema. Ne? Kühlschrankinhalt braucht auch nicht jeder sehen. Ha, da darf Chaos sein. Und dann gibt es aber Dinge, die wollt ihr auf jeden Fall im Bild haben. Und da muss man dann halt eben durchaus probieren, einfach gucken, was passt da auf jeden Fall. Das ist so die Idee. Ich hoffe jedenfalls, du wirst glücklich mit dieser Variante. Ganz, etwas wie unsere Testaufnahmen waren sensationell. Ich denke auch. Also der erste Test war super. Jetzt müssen wir Thomas alleine laufen lassen mit dem Gerät. Ja, aber wir haben eine Custom-Setting-Geschichte für mich eingerichtet. Ich kann fast nichts kaputt machen, was sich nicht über auf Custom 1 drehen, wieder direkt auf, das ist meine Automatik jetzt. Und das ist schön, dass du das ansprichst. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Tipp, weil ich glaube, die wenigsten nutzen sowas tatsächlich. Ne? Wenn ihr eure Kamera mal verleiht oder so und ihr habt so ein paar Lieblingseinstellungen und ihr könnt sie euch nicht alle merken, speichert die doch vorher auf so einem Custom-Programm ab. Dann können die sie alle stumpf wiederholen. Das ist gar nicht so verkehrt. Stumpf ist genau das Richtige für mich. Das geht. Jetzt gehe ich nicht auf A, sondern ich gehe auf 1. Und alles ist gut. Hoffen wir mal. Ich werde mich anrufen. Wir werden es hinbekommen, genau. Dringender Tipp, wenn euch Kochen mit guter Unterhaltung in irgendeiner Art und Weise anspricht. Auf welchem Kanal ist bei dir laufen? Hält der Steine. Bei Twitch Hält der Steine. Direkt. Ah, Twitch. Oder einfach auf die Webseite Hält der Steine. Immer wenn ich live bin, wird auf der Webseite das Twitch eingeblendet. Erst live, muss man gucken. Okay. Und es wird quer durch die Welt gehen. Keiner wird es verpassen. Aber du lädst es nachher auch auf YouTube hoch, oder? Ich lade es dann auch auf mein Hält der Steine TV Geschichte hoch, der Held TV, wo nur Twitch Export kommt. Twitch ist als Live-Plattform, wenn man es zu YouTube exportiert, in meiner Form sehr viel Unterhaltung im Chat, sehr viel On-Screen-Chat. Für den klassischen YouTube-On-Demand-Schauer ist es dann so ein bisschen, mit wem redet der da? Ja. Wenn man da nicht live dabei ist, verliert es sehr viel von der Magie. Ja. Also schaut live. Ist das Beste. Ganz dringend. Und lasst ein Abo da. Das ist auch ganz dringend. Freut sich jeder. Gut. Dann bin ich sehr gespannt, was ihr da zaubern werdet in dieser wunderbaren Küche. Bin ich auch. Ich danke dir sehr für die hervorragende Hilfe und Beratung und dass du dich durchgekämpft hast, einem so technikaversen Menschen wie mir das näher zu bringen. Ja, hat funktioniert auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Ja, und es hat tierisch viel Spaß gemacht. Fahrt mal nach Frankfurt. Und wenn wir mit der Corona-Nummer durch sind, bist du dein Lädchen ja auch mal ab und zu wieder aufmachen. Jo, dann ist es wieder offen, dann kann man wieder vorbei. Dann ist der Thomas auf jeden Fall ein Besuch wert. Versprochen. Ganz herzlich Dankeschön, sage ich, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Absolut, macht's gut. Wenn nicht, dann nicht. Ein Traum. Genau. Ciao, ciao.